It has always been a place that transports us. The portal we pass through from winter to spring. From the cruelty of one season to the kindness of the next. Our last April trip here reminded us much of possibility and hope. And so here we are again to drink in and enjoy all that spring promises. Green, forever the color of springtime. It's good to be back in April. It is Monday at the Masters. Ja, heute mal ganz ungewöhnlich gestartet mit einem Trailer zu dem Golf-Event. Ich durfte es auch lernen, ich wusste es vorher nicht. Die Masters in Amerika. Darüber habe ich mich mit Sören Duda, unserem PGA Professional, unterhalten. Ich war noch nie da, er war noch nie da und wir werden wohl beide auch nie dahin kommen. Nichtsdestotrotz, wir unterhalten uns jetzt hier im Eingelocht-Podcast über die Masters, die diese Woche auch im Fernsehen laufen. Eingelocht Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Hier ist eingelocht der Golf-Podcast. Heute schauen wir mal dahin, wo ich nie hinkommen werde, würde ich mal so behaupten. Und zwar ins Masters Tournament. Das ist ein Weltturnier. Du bist total begeistert davon, Sören. Ja, wir haben uns gerade schon mal kurz vorher so ein bisschen darüber unterhalten. Ich muss mich jetzt leider so ein bisschen outen, dass ich gar nicht so extrem viel Golf im Fernsehen gucke. Aus zeitlichen Gründen mit Kind das ist es halt nicht immer ganz so einfach dass man ja, die Zeit ich. Äh, nimmt, wenn man äh, jetzt die Turniere der äh, PGA Tour zum Beispiel guckt, weil wir da ja auch eine gewisse Zeitumstellung haben und dann meistens am späten Abend die äh, Turniere übertragen werden. Von daher wird sich das immer so ein bisschen bei der auf die Deep World Tour, also die europäische Tour ähm, begrenzen, wenn ich nicht da gerade arbeiten bin. Mhm. Ja, äh, von daher, aber wir wollen über die äh, Masters sprechen. Du hast es gesagt. Feier 90. Geburtstag in diesem Jahr, habe ich gerade gelesen. Veranstaltet wird das seit 1934 und zwar immer in Amerika. Genau, immer in Amerika und immer auf dem gleichen Golfplatz. Ja, es findet in Augusta auf dem National Course äh, statt. Und ähm, wo ist das denn? Ich kenne diese Stadt gar nicht. In Georgia. In jo Georgia. Genau. Ah, okay. Genau. Georgia, alles klar. So richtig, genau. Dann weiß ich, wo ich jetzt geografisch bin. Und du <laughs> hast es gesagt mit dem 90. Geburtstag, ähm, ja, nur während des Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges, ähm, wurden dann drei Jahre oder das Turnier nicht äh, ausgetragen. Ähm, ja, meiner Meinung nach eins der größten, beziehungsweise vielleicht sogar das größte Turnier des Jahres, was ich mir dann auch mal ganz gerne anschaue und wo man dann auch mal vielleicht eine Nachtschicht äh, zu Hause verbringt. Hm vor Ort selber bist du auf dem Platz noch nie gewesen. Nee, du sagtest ja gerade am Eingang, äh, wo du wahrscheinlich nie da sein wärst, hast du glaube ich gesagt. Ja, ja, äh, ja, ja. ja die meinte der Er, dass ich da nie mitspielen werde. Ja, also, da wollte ich kurz einmal einhaken <laughs> und sagen, ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob du da jemals als äh, Zuschauer mal dabei sein wirst. Es ist unheimlich schwierig, dafür Karten zu bekommen und wenn du Karten bekommst, ähm, will ich nicht wissen, was du dann dafür gezahlt hast. Ja, also. Die Schwarzmarktpreise gehen da okay. äh, extrem hoch. Deswegen ja, ist das ganz, ganz, ganz schwierig, da überhaupt irgendwie hinzukommen. Ja. Aber in dem Preisgeld, wenn man dann schon diese Millionen gewinnt, die Jacke, dieses äh, grüne Jackett, das kriegt man aber dann gestellt, oder glaub, das muss man dabei. das bezahlen? <laughs> ich glaube, das ist mit dabei, das musst du nicht nur extra bezahlen. Auch Bernhard Langer, der hat es schon geschafft, der wird auch ein grünes Sakko schon bekommen haben oder ein grünes Jackett. Zweimal hat er mitgemacht. Ich wollte gerade sagen, sogar äh, zweimal hat er. Dann gewonnen, gewonnen. Genau. Gewonnen. Ähm, ja, zweimal hat er äh, gewonnen und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er jedes Jahr mitgemacht hat, aber er wird wahrscheinlich, wenn er nicht irgendwann mal verletzungsbedingt äh, ausgefallen ist, wird er äh, dieses Turnier äh, ja, immer mitgespielt haben, weil das wirklich ja eigentlich eine Ehre ist, da mitspielen zu dürfen. Das ist, man kann es einfach sagen, ein Einladungsturnier. Dafür musst du entweder ähm, schon mal dort gewonnen haben, damit ja. hast du ein lebenslanges Spielrecht, dort mitspielen zu können. Ah, ein, einmal gewinnen heißt, ich darf immer wieder kommen. Du darfst immer wieder kommen, genau. Oder du musst halt gewisse Turniere oder auf ähm, gewissen ähm, Ranglisten eine gewisse Platzierung haben ähm, oder wie gesagt, ein gewisses Turnier gewonnen haben, um dort eine Einladung für zu bekommen. Ähm, deswegen, ähm, das ist schon mit einer Ehre verbunden, da spielen zu dürfen Und ich glaube, wenn es irgendwie geht ähm, und man einigermaßen fit ist Wird dann auch äh, ja, derjenige, der diese Einladung bekommt, auch auf jeden Fall dort antreten Bernhard Langer ist jetzt äh, verletzungsbedingt so ein bisschen ausgeschaltet Deswegen wird man ihn nicht sehen können So, jetzt hast du gerade gesagt, Bernhard Langer hat sich ja leider Gottes verletzt ähm, Haben wir denn eine deutsche Hoffnung dabei? Äh, ja, seit letzter Woche wissen wir, dass noch jemand mitspielt, das ist Stefan Jäger, ähm, der seit, lasst mich nicht lügen, ich meine 2012 ähm, Profi ist, Profigolfer und der hat in der letzten Woche ähm, ein Turnier gewonnen in Amerika okay. ähm, und hat damit dann auch eine Einladung für die Masters bekommen. Sören, dann einfach nur ein Turnier irgendwie in Amerika spielen und dann kriegst du die Einladung. Kein Problem, ja, dann äh, machen wir das so. <laughs> Das Ganze beginnt ja jetzt am 11. April, da geht's los, übertragen wird das Ganze von Sky, 18-Loch-Platz, du hast den Platz jetzt ja schon das ein oder andere Mal im Fernsehen gesehen, wie schwer ist dieser Platz? Er ist extrem schwer, weil das ähm, alles ein wirklich, wir haben es gelesen oder gesagt, seit 1934... Ein extrem alter Baumbestand, ähm, schmale, wirklich sehr schmale Spielbahn. Glaube, die haben wir im Jammertal aber auch. Ja, aber das ist noch was ganz anderes. <laughs> da, da haben wir auch andere Längen dann äh, in Augusta. Ähm, von daher ist es schon extrem schwierig, da zu spielen. Und was ich persönlich finde, im äh, Fernsehen ja, erkennt man gar nicht so gut, dass das schon auch ein sehr hügeliger Platz ist. Ähm, und das macht die Sache mit Sicherheit auch noch mal umso schwieriger. Es ist aber, wenn ihr euch das mal anschaut oder euch einfach mal die Zeit nehmt. Oder vielleicht, wenn ihr zu der Zeit eigentlich lieber schlafen wollt, äh, das einmal aufnimmt. Ähm, allein wie in welchem Zustand dieser Platz äh, ist und wieder in welchem Zustand der gebracht wird, ist traumhaft schön mit Blumen und wie, 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 ich nenne es jetzt mal saftig, die, die Grüns, die Fairways sind, also wie optisch, das ein Highlight ist. Das hm. da, allein dafür lohnt sich das schon ähm, einfach mal da einzuschalten. Was für ein Paarplatz ist das? Alles so Paar zwei, Paar drei oder Paar zwei gibt's ja gar nicht. Ach gibt's ja so gar nicht. Ja. Entschuldigung, wieder was gelernt. Guck mal. <laughs> ähm, ja, ihr merkt, ich bin Anfänger. Also von Paar drei bis Paar fünf ist alles mit dabei. Und ist aber für einen Otto Normalverbraucher wäre das auch ganz normal zu spielen. Also also du kommst da gar nicht als Autonomalvorbraucher. Warum auf denn einem, nicht? Weil das wenn ich da mal Urlaub mache, komme ich auch nicht auf den Platz. Ich, äh also wenn du nicht gewisse Personen kennst und ich glaube, selbst wenn du die kennen würdest, wird das nicht funktionieren, okay. dass du auf diesem Platz spielen darfst. Ist aber doof. Ich will nichts falsches sagen. Ich meine aber, glaube ich, dass, <laughs> dass du. Mitglied sein muss in diesem Golfclub, um dort spielen zu können. Okay. Und ähm, das ist relativ schwierig, dort Mitglied zu werden. Da müsste ich mich schon gut stellen mit Donald Trump. Mit dem möchte ich es mir nicht gut stellen. Und äh, ich denke mal, Obama hat eine Karte, aber an den guckt man ja auch nicht so gut ran. Ich, da weiß ich gar nicht genau, wer, wie die da unterwegs sind. Nee, aber es wird auf jeden Fall schwer. Übrigens nochmal, äh, ich habe gerade gesagt, paar drei, paar vier und paar fünf gibt es da. Insgesamt ist es ein paar 72, ähm, dass man da spielen wenn du dir jetzt dieses Teilnehmerfeld anschaust und dir dann diese Score-Ergebnisse der letzten Jahre also John Rahm letztes Jahr zum Beispiel gewonnen, ist ja Spanier, hat einen Score von 276, ein Ergebnis von minus 12. Was sagen dir solche Zahlen? Ähm, dass er verdammt gutes Golf gespielt hat. Mit minus 12 ist man, glaube ich, da um, relativ weit oben. Ich glaube, dass den Johnson, ähm, ja, wir, wir haben also, wir können ja die Liste vor uns jetzt gerade. 2020 war Dustin Johnson mit minus 20, das ist natürlich unglaublich, wie er da gespielt hat. Ähm, da sieht man auch, dass er mit fünf Schlägen Vorsprung gewonnen hat, also schon ziemlich deutlich. Was heißt das, fünf Schläge das Vorsprung? Das ist der nächste, der zweite, äh, minus 15. Ah, okay, hat. das ist dann auf genau. den zweiten Platz bezogen. Genau. Okay. genau, richtig, ja. Und das ist natürlich schon eine starke Leistung, mit minus 20 da die Runde zu beenden. John Rahm, wie alt ist der? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wie lange spielt der schon Golf, dieser Mann? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir? Wir jetzt, haben ja hier den PC ähm, vor uns. Komm, das nicht. ist doch mal live jetzt hier. Äh, Profi seit 2016 und alt ist er? Wo steht denn das Geburtsdatum? Da. er ist geboren. Das Ach, ist der Wahnsinn. Der ist ja, der ist ja der ist noch ein Baby. <lacht> <lacht> so kann man es auch sagen. John Rahm Rodriguez. Rodriguez. Ja, also du machst groß Werbung. Wo kann man das Ganze sich anschauen? Bei Sky. Also das ist ähm, bei Sky zu sehen. Ähm, wer Sky hat und auch dann das Golfpaket bzw. Sportpaket. Ähm, übrigens unbezahlte Werbung hier leider. Ja, äh, definitiv. Ähm, Würde ich wirklich empfehlen, sich das mal anzugucken. Man muss ja nicht alle vier Tage gucken, ähm, aber vielleicht mal so eine Runde oder mal ein bisschen reinschauen. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Geht über vier Tage. Ja. Die spielen vier Tage, 18 Löcher. Genau. Halleluja. Äh, und die teilen sich dann hinterher. Wie viele Leute machen da mit? Ähm, das ist ein relativ kleines Turnier. Da äh, kriegen wirklich... Ja, so um die 100 Leute die Einladung. Naja. Ähm, so wenig sind das jetzt auch. Ja, nicht. aber für andere PJA tour turniere ist das ein kleineres äh, Feld, Ach so, okay. weil man da wirklich nur eingeladen wird zu. Ähm, genau, und da haben wir, ich glaube, du wolltest aufs Preisgeld hinaus. Ähm, ich meine, um die 20 Millionen haben wir an Preisgeld, die dann aufgeteilt wird auf die, auf die verschiedenen Ränge. Wow. Ich glaube, im letzten Jahr der äh, Gewinner, also John Rahm, ein ähm, bisschen über 3 Millionen US-Dollar bekommen. Ja, dafür kann man sich schon einige grüne Sakkos kaufen. <laughs> Sören, ich danke dir vielmals. Danke dir, Olli. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de